an einem frischen neuen Morgen geht es los. Und ich hoffe mal echt, dass die Mucke hier nicht GEMA-lizenziert ist. Da bin ich ja schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen in dem Spiel. Dabei sorge ich doch schon dafür, dass die Musik nicht läuft. Mensch. Na gut, lass uns loslegen. Architectural Espionage. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Wird er wieder im Dunkeln stehen gelassen. Ich finde auch schön, wie da die zwei S-Dingens standen, die zwei China-Speisen. Du brauchst eine Kamera, um die Casino-Pläne zu fotografieren. Schnapp dir eine von einem Touristen auf dem Strip. Gut, dass es immer irgendwelche Touristen gibt, die alles fotografieren müssen. Dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal in die Masse rein. Heutzutage bist du ein Terrorist, wenn du das machst. Damals gehörte das zum guten Ton, um eine Kamera zu kriegen. Die Zeiten ändern sich nicht gerade zum Schlechten, in dem Falle wahrscheinlich. Okay, hier bin ich. Ja, könnte man so sagen. Kamera? Keine Kamera bei ihm? Okay. Dann müssen wir es nochmal probieren. Versucht zu entkommen auf dieser Brücke des Todes, mein Freund. Muah, mach, mach, mach. Er lebt noch. Wahnsinn. Auch keine Kamera? Na, sag mal. Ah. Da haben wir unsere Kamera dann doch endlich. Wunderbar, du hast deine Kamera. Begib dich jetzt zum Gebäude der Planungsbehörde. Weg da. Okay, großartig. Die ist, glaube ich, gar nicht so weit weg, die Planungsbehörde. In der Planungsbehörde beherrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Macht keinen Ärger. Zumindest nicht, bis du die Pläne hast, natürlich. Danach, naja, man muss ja irgendwie wieder rauskommen. Also dann, da sind wir auch schon. Siehst du mal, gleich in der Nähe des Casinos. Ganz wunderbar. Okay. City Planning Department. Ich würde sagen, wir sollten unsere Waffe wegstecken. Gut, das ist etwas unauffälliger. Dies ist eine Behörde. Keine offengetragenen Waffen, sonst wirft man dich vom Gelände. Aber schaut nicht in meine Hosentaschen, ich habe sogar einen Raketenwerfer einsteckt. Can I help you, sir? Natürlich. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Ja, natürlich. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Dankeschön. Das Treppenhaus ist jetzt zugänglich. Klettere in das Stockwerk hinauf. Ja. Oh, das ist nicht richtig. Wo ist denn hier das Treppenhaus? Das hier? Ja. Die Pläne, die du fotografieren sollst, sind in dem hinteren Raum im obersten Stockwerk. Ganz nach oben mit uns. Auf geht's. Das ist noch nicht ganz oben. Hier, das sieht schon besser aus. Du kannst die Casino-Pläne nicht so fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist. Du musst ihn ablenken. Unten ist dein Dokumentenarchiv. Geh runter und sieh zu, ob du ein Ablenkungsmanöver starten kannst. Können wir ihn nicht einfach ausschalten? Ich meine, wir bringen ständig links und rechts Leute um. Das kann doch nicht das Problem sein. Okay, diese Klimaanlagen sind ziemlich altersschwach. Zerstöre sie irgendwie. Wow! Das war's, der Feueralarm dürfte die Wachmänner beschäftigen. Everybody out! This is not a drill! Das war spannend. Okay, sie sind jetzt mit der Evakuierung beschäftigt. Geh nach oben und fotografiere die Pläne an der Wand. No, pardon me. Entschuldigung. Darf ich mal? Ich muss da ein Foto machen. So,
Sehr gut, du hast die Casino-Pläne fotografiert. Verlass jetzt das Gebäude, bevor man dich erwischt. Where are those damn firemen? Die Cops können wegen des Feuers die unteren Türen nicht schließen. Mach, wenn nötig, von deinen Waffen Gebrauch. Ich sehe gar nichts hier. Könnt ihr mal den Rauch aus meinem Gesicht nehmen? Oh, hallo. Hallo, hallo. Die haben es aber hier eilig. Der nächste gleich. Mensch, ist was los. Da war echt an jeder Ecke einer. Ja, jetzt natürlich nicht. Jetzt, wo ich mich so um die Ecke bewege. Hahaha. Wie ein Profi. Sind wir schon unten? Hier wird es langsam etwas stickig, muss ich sagen. Und mein Leben sieht auch nicht mehr so bombig aus. Okay, hier ist keiner. Wunderbar. So, na dann, raus mit uns. Oh, fuck. Ich lebte. Okay, man konnte es ja mal probieren, aber mein Leben war so schlecht, da dachte ich mir, funktioniert das sowieso nicht mehr. Dann müssen wir es also auf einen zweiten Versuch ankommen lassen. Bis gleich in der Planungsbehörde. Da sind wir wieder und der Alarm läuft. Es wird wieder Zeit für ein Foto. Knips. Wunderbar. Diesmal, ja komm, lass gleich mit dem Sturmgewehr machen. Diesmal nehmen wir das Sturmgewehr zur Hand. Und räumen alle aus dem Weg, die sich uns da in selbigen stellen. So, diesmal vielleicht ein bisschen besser vorgehen als beim letzten Mal. Das könnte helfen. Na, Arschloch. Bisschen zu spät gekommen, wa? Schön. Jetzt haben wir auch nicht ganz so viel Rauch in der Fresse. Hallo. Das war nicht so gut. Okay. Naja, zumindest sieht es ein bisschen besser aus, das Leben, als vorhin. Hier ist keiner, okay. Dafür hier. Okay. Unten ist noch einer jetzt, glaube ich, ne? Okay, jetzt müssen wir bloß nach hier alles wegräumen, was so im Weg steht. Da ist noch einer. Den hätten wir. Oh, hier ist noch was. Okay. Sonst noch wer? Tatsächlich. Der da zum Beispiel. Okay, jetzt haben wir Ruhe, glaube ich. Jetzt können wir ganz gediegen abhauen. Nehmen wir wieder was in die Hand, womit wir sprinten können. Und dann raus mit uns. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Leben. Wow, warte mal. Oh, 4 Sterne. Bring den Film zur Hintertür vom Four Dragons Casino. Das war's. Wir haben da irgendwie 2 Platten, glaube ich. Das ist ja zum Glück nicht so weit. 4 Sterne sind aber ein bisschen unschön, muss ich zugeben. Also wenn die jetzt hier gleich mit SWAT-Wagen anrücken, dann wird's ein bisschen ungemütlich, denn die sind immer sehr rammfreudig. Aber noch sieht's ganz gut aus. Zur Not laufe ich das restliche Stück. Das schaffe ich schon. So, ich hoffe mal, ihr wollt jetzt nicht noch, dass ich die Sterne loswerde, aber ich glaube, dann hättet ihr das schon gesagt. Da sind wir. Mission erledigt. Wunderbar. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Ach, damals, als man noch Filme entwickeln musste, das waren noch Zeiten. Wunderbar, hätten wir das auch geschafft. Ja, ich muss ja sagen, wenn wir einfach den Wachmann ganz oben lautlos ausgeschaltet hätten, was wir durchaus hätten machen können, denn wir hatten ein Messer dabei, dann hätten wir alle anderen am Leben lassen können und wären da auch ohne irgendwelchen Alarm rausgekommen. Aber gut, ich zweifle CJs Methoden nicht an. Warum sollte ich auch? So, ich finde mal interessant, auf dem Stück kann man sprinten. Aber nur auf dem kurzen Stück da, wo der Steinuntergrund ist. Hier auf dem Teppich geht's nicht. Und da ist mir kurzerhand mal das Spiel abgeschmiert. Kann halt passieren mit so einem alten Ding.
lasst uns loslegen mit der nächsten Mission. Key to her heart. Now I know you're blind, man, but you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. Alright, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. Alright? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for security. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan! Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Alright, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Ja, ja, so poetisch. Begib dich zu Caligula's Palace Casino. Und ich fand das Cover von Love Fist ja großartig da im Hintergrund. Das waren die Zeiten, als Love Fist noch groß war. Die 80er in Vice City damals. Ach ja. Tja, jetzt ist es mit Love Fist wohl geschehen. Um Love Fist. Ah! Jetzt sind sie nur noch so eine Rumpfband. Eine wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreiche. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was CJ so geplant hat. Die Croupière hat eine Keycard und kennt den Code. Folge ihr. Another shift over. See you tomorrow. Wenn du ihr zu nahe kommst, erschrickt sie. Doch wenn ihr Vorsprung zu groß wird, verlierst du sie. Eine Verfolgung also. Wieder mal mit Schreckometer. Das hatten wir ja schon mal, als wir für Tampany den Journalisten und seinen Informanten platt machen sollten. Ja, und genauso werden wir das jetzt auch handhaben. Wir halten ein bisschen Abstand und fahren einfach etwas Distanz hinterher und dann passt das Ganze. Ups, Verzeihung. Ich finde gut, dass es die überhaupt nicht irritiert, wenn hier irgendein Geistesgestörter mit dem Motorrad über den Bürgersteig fährt und Leute umbringt. Hauptsache, er ist nicht zu nahe. Alles andere ist egal. Hey, das ist Las Venturas, da überfährt man eben ab und zu Leute. Huch, wo kommt der denn her? Huch, Entschuldigung. War aber ein schönes Auto. Ha, wir bleiben stehen. Leute, die sich an Ampeln halten, ist so ungewöhnlich. Mensch, der hat aber auch eine rote Welle, kann das sein? Ach nee, es ist grün. Sieh mal an, ich habe rot. Oh, jetzt muss ich warten. Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja schon ein bisschen in Schlagdistanz bleiben bei ihr. So, sie wird aber nicht direkt nach Hause fahren, wo wir eigentlich hin wollen. Wir wollen nämlich wissen, wo sie wohnt, damit wir sie ja ein bisschen zufälligerweise abpassen und dann uns mit ihr bekannt machen können. Nein, sie wird erstmal ja einen kleinen Umweg fahren. Oh, geht weiter. Weg da! Hey! Dein Wagen ist kaputt, weißt du das? Wenn es dich nicht stört, sie ist in den Sexshop gegangen. Folge ihr hinein. Na dann. Wollen wir doch mal hinterhergehen. Die Croupière ist irgendwo hier drin. Suche sie. Hi there. I don't stand for cheating. Spannendes Kostüm, Mädchen. Ooh, I like your hair. Ja, natürlich. Ist ja auch extra gemacht. Alter.
Alter! You're lucky my man! Alter, das ist aber. Das ist nicht nutzbar, das Ding, oder? Cheap shit looks like and smells like cheap shit. Wow, it's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. So, so, Master Benny. Da steht jemand auf SM, wie es aussieht. Oder auf Domina-Zeug. Besorgt dir einen SM-Anzug. Wie ist das eigentlich? Wie heißt das beim Mann? Domino? Ich weiß es nicht. Sexy. Nice dreads. Ja, verlasse den Shop und folge der Croupier. Es ist ein geiles Outfit. Ich find's großartig. Aber die Sonnenbrille muss aufbleiben dabei. Die Croupier hat den Shop verlassen. Folge ihr, aber geh nicht zu dicht ran. Immer eine Armlänge Abstand. Gut, alles klar. Wo ist mein Motorrad? Mein Motorrad ist weg, ihr Schweinehunde. Wer hat denn das geklaut? Warum hat niemand ihre Karre geklaut? Ach so, weil sie rosa und hässlich ist. Ich verstehe. Da hätte ich auch eher das Motorrad genommen. Gut, wir sind wieder dran. Jetzt geht's also nach Hause zu ihr. Und vielleicht lernen wir ja auch ihren Meister Benny kennen. Da freuen wir uns sehr drauf. Was ist denn davon los? Magst du weiterfahren dann demnächst? Hallo? Ach, das... Ah, natürlich, direkt um die Ecke ist eine Ampel. Das ist natürlich ein geiler Aufbau hier. Wer hat sich denn das ausgedacht? Gut, sie hat die Ampel zum Glück passiert, bevor sie auf Rot gegangen sind. Spitzenidee, schon mal in die Überholspur zu gehen, auszuscheren und dann bei der roten Ampel zu halten. Du hast's drauf, Mädchen. Na gut, dann lassen wir sie mal ein bisschen durch die Gegend gurken hier. Und schauen, wo es sie hin verschlägt. Immer schön den Abstand wahren, da ist es gar kein Problem, die Verfolgung. Eigentlich sind die Verfolgungen nie ein Problem. Weil man halt auch machen kann, was man will, man muss bloß den Abstand einhalten, ne? Gut, wir sind fast da. Es geht schon ins Wohngebiet rein jetzt. Wir haben schon mal das Zentrum von Las Venturas verlassen. Jetzt müssen wir bloß noch die richtige Wohnung finden. Halt! Als ob jemand eilig hier drüben. Ja, lange Ampelphasen sind nicht für jeden, was? Rote Ampelphasen, ne? Der Bulle einfach bei Rot gefahren, ach, was soll's. Jetzt fahren sie wieder alle wie die Geisteskranken. Ach ja, San Andreas und seine Verkehrsregeln, das ist herrlich. Zack, über die Gleise. Und natürlich muss sie mal wieder an der Ampel stehen bleiben, ist ja klar. Ach ja. Geht's dann los davon? Dankeschön! Und damit haben wir es dann auch geschafft. Sie hat ihr Haus erreicht. Parke vor dem Haus der Croupier. Der Sexsklave, der wurde aber Meister genannt, wird gleich kommen. Warte in der Nähe und sorge dafür, dass er das Haus der Croupier nicht erreicht. Ich habe da ein Messer, das nur für ihn bestimmt ist. Also?
Wo bist du, Meister Benny? Bist du Meister Benny? Oh, du bist Meister Benny! Der Sexsklave ist ausgeschaltet. Geh und betätige die Klingel. Der Dildo hat ihn verraten. Willst du mal meinen Dildo spüren? Nein, wir lassen ihn natürlich die Croupier spüren. So muss es sein. The door's open, Master. Oh ja. Come on in. I'm ready for you. Heilige Scheiße. You're a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. Oh. Oh. You love me more. Er hat's geschafft. Du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor sie dir die Keycard gibt. Ja, das bedeutet Arbeit für uns. Und heilige Scheiße, sah diese Hütte krass aus bei ihr da drin. Der SM-Anzug steht ab jetzt in deinem Kleiderschrank zur Verfügung. Herzlichen Glückwunsch dazu, auf jeden Fall. Ich finde diesen Dildo klasse. Den können wir jetzt tatsächlich als Waffe führen. Und irgendwo in der Nähe gibt es eine Hütte zu kaufen. Und deswegen habe ich noch keine geholt mir, weil ich in der Nähe von ihr sein wollte. Man muss ja ein bisschen Zeit und Arbeit dann investieren, um sie halt zur Freundin zu machen. Und da hätte ich ganz gerne eine Hütte in der Nähe, um die Zeit dann auch schnell umgehen zu lassen, damit man wieder neu zu ihr hingehen kann, um dann sie auszuführen.